Hallo, ich bin mal wieder unterwegs. Bin zwar ein bisschen angeschlagen, aber ja, was juckt das einen schon, wenn man 2 Tage im Stück frei hat, will man ja auch mal was machen und nicht nur daheim hocken und irgendwie rumliegen. So, ich bin hier auf dem Molbärli. Ein Weg, ja, ein Gratweg. Ist das. Und zwar, also ich komme jetzt irgendwo von, ich glaube, da hinten. Also ich bin mords den Berg hoch hier. War aber gar nicht so wild. Erzähl gleich warum. Den Weg hier. Und es geht also hier schon ganz schön runter. Und eigentlich hinter mir auch. Sieht man nur nicht so richtig, ne? Und, oh, jetzt muss ich mich erstmal drehen. Das alles etwas, ja, ich weiß nicht, so ein Bergkamm, könnte man sagen. Also so richtig in den Bergen sind wir natürlich nicht. Das ist Ardennen. Nördlich von Diekirch und Ettelbrück. Eigentlich ist das gar nicht so weit weg von da. Der Ort hier in der Nähe heißt Hoscheid. Ja, jetzt gehe ich mal den Weg. Also es geht hier schon echt, also hier geht es jetzt gerade schon rechts und links runter, aber gut. Ich kann halt nicht so spazieren gucken, ne? Ich weiß jetzt nicht genau dann gleich, wenn ich loslaufe, was ich filme. Ich will ja lieber hier gucken, wo ich laufe. Ja, ich bin also zuerst den Klangweg gegangen. Also hört sich scheiße an, meine Stimme hört man schon. Ist aber egal, ich habe ja keinen anderen, der redet. Den Klangweg bin ich gegangen. Da sind so viele so Klanginstrumente, so aus Holz oder aus Wasserrohren oder ja, so Metallstäbe und sowas. Also richtig interessant gemacht. Und dann geht halt irgendwann steil runter, wirklich eine ganze Ecke war das. Boah. Also ich muss sagen, hoch ist leichter wie runter. Ohne Scheiß. Das war runter. War schon ganz schön krass. Jetzt kommen noch welche entgegen. Wo gehen wir denn hin? Ich glaube, ich kletter hier mal runter. Huch. Hallo. Ja, wie gehe ich jetzt da hoch wieder mit dem anderen Fuß? Muss mal gerade gucken, wie ich das mache. Scheiße. Ach so. Der aufwärts gehen, die hat doch eigentlich immer Vorfahrt, oder nicht? Also, oh, hier ist echt ganz schön runter, ne? Wir mal zurückgucken. Also es ist ja noch viel schlimmer, wenn man runter geht. Hoch ist harmlos. Ich sag's ja immer, runter ist ganz anders. So richtig in diese Wälder rein. Jetzt muss ich wieder aufpassen, wenn ich mich nur drehe. Also ein falscher Schritt und dann liegst du da unten. So, gehen wir mal ein Stück weiter, bevor noch jemand kommt. Ich meine, also viel ist hier oben nicht los. Wir haben ja Samstag. Ich glaube, das ist dann immer noch ein bisschen besser als Sonntag. So, also ich bin mit dem Bus hier hochgefahren. Ja, das ist ja folgendes. Ich habe ja jetzt praktisch ein Alternativprogramm mir überlegt. Und zwar gibt es seit diesem Wochenende 3 Wochen lang nur einen Schienenersatzverkehr.
abwasserbillig bis kurz vor Luxemburg. Also es bringt mir natürlich nichts mit dem Fahrrad, ne? Wenn ich nicht sicher bin, dass ich da mit dem Rad mitfahren kann. Weil die können ja nur begrenzt Räder mitnehmen. Und wenn da Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen oder sowas mit drin ist in dem Bus, ist ja schon Feierabend. Jo. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, okay, die nächsten 3 Wochen gehe ich halt irgendwie in die andere Richtung. Deswegen jetzt halt eher hier in die Ardennen von Diekirch aus oder einfach so Westen die Gegend. So, ich denke, das war jetzt auch das interessanteste Stück. Es geht jetzt wieder in den Wald rein und ja, dann werde ich wieder zurück nach Hochscheid und mal sehen, da fahren jetzt eigentlich noch einige Busse, wo ich wieder zurückfahren kann. So. So viel aus den Ardennen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.